Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online. Wir befinden uns mit unserem Schurken Millimark Level 122 hier im Morgultal. Wir sind hier vor 3-4 Folgen angekommen, glaube ich, oder sind es schon ein paar mehr her? Ich weiß nicht so genau. Es ist tierisch voll hier und ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass inzwischen, also seit ich das letzte Mal gespielt habe, der Krieg der drei Gipfel, oder wie das heißt, im Store erhältlich ist. Und deswegen rennen jetzt wahrscheinlich ziemlich viele Leute hier rum und holen noch ein paar Questen nach. Auch ich bin fleißig gewesen. Ich habe Essen gekocht, mal wieder, seit sehr, sehr langem und habe 1,5 Stufen weiter gelevelt. Hier sowas zum Beispiel. Und das hier habe ich gemacht und das hier habe ich gemacht und das habe ich gemacht. Also wie ihr seht, eine ganze Menge an Essen habe ich hergestellt. Ich bin jetzt mit meinem Bauern Unheilskluft in der 2. Stufe bei ungefähr 1/3 und Eisenbruch habe ich noch nichts gemacht. Und als Koch habe ich bei Unheilskluft die 1. Stufe komplett und fange gerade mit der Meisterschaftsstufe an und Eisenbruch haben wir noch nichts gemacht. So sieht das aus. Der Schneider ist natürlich zu vernachlässigen, weil ich kann aus Leder keinen Stoff machen oder aus Fell kein Leder und das nicht weiter bearbeiten, deswegen passiert da nicht viel. Könnte ich natürlich mal mit einem meiner anderen Charaktere, alles was der hier so an Leder einsammelt, kriegt man ja auch für Belohnung und sowas, dem geben, damit der das dann weiter bearbeiten kann. So, außerdem habe ich, um auf genügend Lotro-Punkte zu kommen und mir auch diese Erweiterung zu kaufen, die kostet nämlich 1995 Punkte, ganz schön viel, finde ich, habe ich mir ein Bündel gekauft, ich glaube das zweitgrößte, für knapp 15 Euro, da sind 1600 drin. Ich hatte irgendwie noch 300-400 übrig und am Ende haben mir, glaube ich, noch so 50 Punkte gefehlt. Da habe ich halt in den Brelanden, weil ich da gerade war, und in den Nordhöhen ein paar Taten gemacht, um an die restlichen Punkte zu kommen. So, und dann konnte ich es mir kaufen, jetzt habe ich wieder keine Punkte. Wir sind aber jetzt hier im Morguttal in Echad Uyal und ihr seht an der rechten Seite die Aufgaben, die wir haben. Zwei davon sind orangefarben und gehen beide um Minas Morgul. Das eine ist unser Epos und das andere ist aber auch dort. Und die anderen Sachen, begebt euch nach Lugaun, nach Banam Lugaun, nach Darulagwurz und Kergrim bezwingen, nach Aethel Gwauer. Ja, genau. Sieht aus, als ob Darulugatz, Lagurz und die Kergrim am nächsten wären. Wir gucken doch einfach mal. Die zerstörten Häuser, ne? Das war das. Okay, ja. Hab ich mir fast gedacht, da waren wir ja im Prinzip schon überall. Wir haben da halt nur nicht gequestet. Und deswegen werden wir uns da jetzt mal wieder hinbegeben. Ich persönlich finde hier das Morgultal mit seinen Aufgaben ziemlich gut. Ich finde es schön, dass die Gegner hier nicht ganz so bretthart sind, wie sie das bisher seit Mordor waren. Also in ganz Mordor und im Düsterwald und in den Beorninger Landen fand ich es ganz schön schwer, ehrlich gesagt. Da habe ich keinen einzigen Elite wirklich beim ersten Versuch gleich geschafft, sondern nur, wenn ich deutlich höher im Level war. Und hier kriegt man, es ist eine Herausforderung, aber man kriegt das schon hin. Und das ist genau so, wie ich es mag. Es kann gerne eine Herausforderung sein, ich will es aber trotzdem beim ersten Mal schaffen. Das sind die Art von Herausforderungen, die ich mag. Welche, die ich gleich beim ersten Mal schaffe, aber die halt jetzt nicht so popelig einfach sind. Wenn man vielleicht ein kleines bisschen strategisch sein muss. So, und genau so war das hier. Ist es bis jetzt immer gewesen und deswegen finde ich das hier sehr schön. Es ist mit der Erweiterung natürlich auch ein neuer Landstrich dazu gekommen, ganz, ganz weit im Norden. Und zwar ist das, der Landstrich, weiß ich jetzt gar nicht, wie er heißt, aber das beinhaltet auch Gundabad. Das ist ja auch so eine alte Festung aus Angmar, glaube ich, oder? Ja, ich meine, ja, ist ganz, ganz im Norden an der nördlichsten Spitze vom Nebelgebirge. Und im Hobbit-Film kann man sehen, wie Legolas und Tauriel mal so ganz schnell, so innerhalb von 5 Minuten vom einsamen Berg da mal hinreiten, um mal zu gucken, ob da was los ist. Natürlich völliger Quark, das ist ewig weit weg. Und ja, er erzählt ja dann, dass seine Mutter damals dort gestorben ist. Okay, wir sind hier. Wir sollen Kergrim besiegen. Machen wir.
hier geblieben. Schafft. So. Ich hatte nur gesehen, ich habe es mir nicht wirklich durchgelesen bei der Erweiterung. Da stand irgendwas von um die 200 oder über 200 neue Aufgaben. Ich glaube nicht, dass ich gelesen hätte, aber wie gesagt, ich habe es mir auch nicht so ganz genau durchgelesen. Ich meine nicht, dass da irgendwo stand, dass das Level Cap erhöht wurde oder dass es mit dem schwarzen Buch weitergeht. Kann trotzdem sein, wie gesagt, ich habe es nur mal ganz kurz überflogen, aber ich würde meinen, das sind so die beiden wichtigsten Punkte und die würde ich, wenn ich das dafür Werbung machen würde, würden die bei mir ganz oben stehen. Dass der Epos weitergeht oder dass man noch ein höheres Level erreichen kann. Das erste, was da stand, war aber, dass es 200 neue Aufgaben gibt. Deswegen glaube ich, ja, die anderen beiden Sachen sind nicht dabei. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Was ich persönlich immer ein bisschen verwirrend finde, ist, dass... Wir können ja einfach mal was essen. Aber was? Ich weiß schon gar nicht mehr. Wir nehmen erstmal hier das langweilige Zeug. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass wenn man sich was im Shop kauft, so eine Erweiterung, dass man dann aber häufig trotzdem die theoretisch ein zweites Mal kaufen kann. Das finde ich immer etwas verwirrend. Ich weiß nicht, ob das einfach immer nur dauert, bis das irgendwann mal weggeht, dieses Schild, oder ob das einfach gar nicht weggeht. Zerstörten Grabhäuser von Darulagurz wurden von einem Kerkrim in Besitz genommen. So, zerstört geschändete Knochen und Opferaltare. Und bezwingt Kerkrim. Ja, soll ich ja sowieso, ne? Ist ja ohnehin mit dabei. So, jetzt kommt sie doch, die dumme Fledermaus. Die ganze Zeit drücke ich mich davor. Weil die brauchen wir ja gar nicht. Mehr Überblick. Ja, ich habe das halt öfter, dass mir da irgendwelche Sachen angeboten werden zum Kaufen und ich bin mir absolut sicher, die würden mir auch das Geld dafür abknöpfen, obwohl ich die Sachen schon längst habe. Kann natürlich, ich habe es jetzt noch nie probiert, weil ich habe hier so ein One-Click-Buy irgendwie, dass halt, wenn ich sage, ja, ich will das kaufen, dann ist es auch schon gekauft. Und deswegen würde ich es ehrlich gesagt ungern austesten. Es kann natürlich sein, dass wenn ich das machen will, der sagt, ja, ihr habt das aber schon. Wollt ihr das nochmal kaufen? Kann ja sein, aber ich glaube, das ist wohl nicht der Fall. Und deswegen finde ich das immer etwas verwirrend, wenn sowas angeboten wird, obwohl man es eben, wie gesagt, eigentlich schon hat. Sollten wir hier auch Unholde töten? Bezwingt Gegner. Nee, das ist woanders. Echel Dingsbums. Na, wir gucken erstmal. Vielleicht gibt es ja mehr Knochenhaufen, als man letzten Endes braucht. Ah, Altar. Da ist noch ein Knochenhaufen. Und noch einer. Dann machen wir mal dich hier weg. Ja, dann werden wir wohl in dieser Örtlichkeit diese Folge hier verbringen. Wir hatten ja in den letzten zwei, drei Folgen auch jeweils so einen Ort abgearbeitet, wo dann ganz viele Aufgaben aufplöppen und man am Ende den Boss killen soll. Ja, einmal bei den Wagen und einmal, weiß ich gar nicht mehr, bei diesem Morreweil und jetzt eben hier, wobei wir hier auch schon mal ganz kurz waren. So. Ja. Wunderbar. Ich glaube, man wird hier ganz gut fündig. Ja, wie gesagt, es ist halt auch nicht so schwer. Das Einzige, was ich so ein bisschen störend finde, ist, dass die Geister hier wieder so eine Aura haben, dass wenn, selbst wenn ich unsichtbar bin und ich denen auch nur ein kleines bisschen zu nahe komme, und ich persönlich finde, es ist gar nicht so nah, dann bemerken die mich. Dann kriege ich sofort Schaden und werde wieder sichtbar, wenn ich Schaden kriege. Und dann bemerken mich halt alle. Das ist natürlich immer nicht so schön. Ich
Wir hatten schon gesehen, der Kerkrim-Boss sitzt irgendwo hier drüben, ganz weit oben. Da mussten wir nämlich dran vorbei, als wir diese Urne besorgt haben. Da ist man hier die Treppen hoch, hier hinten die Treppen hoch und dann war der irgendwo hier so. Und dann ging es hier aber noch ein Stück weiter oder er war hier oben. Man musste dann noch ein Stück weiter und da hinten gab es dann irgendwo diese Urne. Irgendjemand stampft hier voll laut. Da, kriege ich schon wieder Schatten. Ich habe nichts gemacht. Voll unfair. Jut, dann metzel ich mich mal hier weiterhin durch. Die Altäre und die Knochenhaufen, die habe ich inzwischen zusammen. Ich habe auch die richtige Anzahl von Kerkrim bereits besiegt, was ich aber gar nicht gesehen hatte, dass ich bestimmte Kerkrims besiegen soll. Verwüster und oder Zerstörer und Verwüster waren das, genau. Mir fehlt jetzt noch genau ein Verwüster und der läuft da vorne. Also ich weiß nicht, ob es muss natürlich jetzt nicht der sein, aber wir nehmen den. Und ich kann mir vorstellen, weil wie gesagt, hier oben steht ja auch der Boss. Ich kann mir gut vorstellen, dass sobald ich den letzten Verwüster besiegt habe, dass es dann heißt, ich soll mal bitte jetzt auch noch den Boss besiegen. Und das gucken wir uns gleich mal an. Wie gesagt, den hier brauche ich noch. Ich habe offenbar vorher die ganze Zeit nur diese Schleicher besiegt und sollte aber eigentlich die anderen hier besiegen. Und hätte ich vorher die Aufgabe gesehen, die war hier nicht mit einsortiert, weil die anderen alle ja hier gefixt sind. Die verschieben sich also nicht, wenn was Neues dazu kommt. Habe ich es halt nicht gesehen. Und deswegen haufenweise Kerkrim besiegt, die ich gar nicht brauche. So, jetzt ist er ja gleich hin. Aha. Okay, wir haben es. Wir müssen den Boss offenbar nicht auch noch besiegen. Doch, bezwingt Broglock, den Aufseher. Ha, also doch. Das stand gerade eben aber noch nicht hier. So, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich hier vorbeischleichen kann. Nö, kann ich natürlich nicht. Ja, die Unholde sind wirklich deutlich schlimmer als die Kerkrim. Ich habe so viele Unholde schon bekämpft, weil ich einfach nicht an denen vorbeikomme. Obwohl ich nicht einen davon brauche. Das ist nervig. Dieses Aura-Schadenteil, das ist wirklich echt ätzend. Immerhin sind die auch nicht besonders schwer zu besiegen. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, bestimmt 10 von den Typen besiegt und brauche sie ja gar nicht. Das ist halt eben so zeitraubend. So, komm, mach dich weg hier vom Acker. Danke. Machen wir uns unsichtbar. An denen kommt man gerade so vorbei. Meistens bemerken sie einen zwar, aber sie entdecken einen nicht direkt. Okay, kann man nur hoffen, dass wir an denen hier vorbeikommen. Vermutlich auch nicht. Nee, natürlich nicht. Stellen wir uns da oben eben tot. Ich habe darauf jetzt keine Lust hier mehr. Totstellen. Jetzt geht ihr bitte alle weg. So ist es. Und wir versorgen uns jetzt hier nochmal mit ein bisschen Futter. So. Was haben wir hier noch? Finesse. Ja, ich muss einfach mal ein bisschen Platz hier drin schaffen. Ich habe so viel Kram schon wieder, den ich hier mit mir rumschleppe. Der Wahnsinn. Okay. Gut. Das Einzige, was ich nicht habe, sind Heiltränke. Na dann, auf geht's. So, sehr schön. Einmal betäubt. Versuchen ihn so lange und so viel wie möglich betäubt zu halten. Und uns selber so lange und so viel wie möglich gesund zu halten. Es hat nicht funktioniert, das Ding hier wegzunehmen. Vielleicht hat er einfach eine krankmachende Aura, gegen die man nichts machen kann. Renn hier nicht so rum. Boah, Alter, der hat mir meinen gesamten Dings genommen. Meine gesamte Macht. Ich kann nichts dagegen tun. Ich krieg das nicht wieder weg. Jedes Mal, wenn ich hier so einen Teil nehmen will, geht das nicht. Wieder weg.
Das ist ja kacke. Ja, endlich. Puh. Jetzt habe ich gleich wieder keine Macht wahrscheinlich. Treff ich den heute nochmal? Ich höre keine Treffergeräusche. So, schön betäubt. So muss das sein. Hat er mir das schon wieder draufgeschmissen, das Zeug. Aber ich denke, wir kriegen ihn. So, du schubst mich nicht dazu den anderen runter. So, Freundchen. Okay, folgt dem Weg nach Gortat nur. Aber da waren wir auch schon. Da habe ich ja, wie gesagt, diese Urne her. Ihr werdet das Ritual nicht aufhalten. Wer bist du denn? Schalgos. Schwächliches Wesen? Na, da würde ich aber anders sehen. Muss den jetzt etwa auch noch besiegen? Ich hoffe nicht. Weil, weiß nicht, ob ich das schaffe. Der hat ja nochmal 100.000 mehr Moral. Diese Hügelgräber sind sehr viel älter als die von Darulagwurz. Und? Sprecht mit Hurindol außerhalb. Na, außerhalb ist es aber nicht. Werdet ihr mich anhören? Schließt die Instanz Gotthard nur ab. Wir nehmen das mal an, aber ich mache das jetzt nicht, denn sieht so aus, Instanzenfinder öffnen, aha. Denn ich glaube, wir haben schon wieder ganz schön viel für heute gemacht. Ich gehe mal hier in den Durchgang zurück, hier fühle ich mich ein bisschen sicherer. Ja, wir haben also, mal abgesehen von dieser Instanz jetzt, hier drin wieder alles geschafft. Und ja, ich habe mir was zu essen gekocht. Habt ihr jetzt nicht gesehen, aber ich habe mir auch dieses Erweiterungspaket mit den drei Gipfeln gekauft. Bin da sehr zufrieden mit. Wir gucken uns das Ganze nochmal auf der Map an. Genau, das wollte ich nämlich machen. Und zwar, wir haben hier die große ausgebreitete Karte. So, wir gehen hier nach Rovanion, müsste es gewesen sein. Genau, und hier oben bei Gundabad. Das hier ist neu. Hier oben, da kann man nicht hin, hier ist nichts, hier ist nichts. Hier waren wir schon mal. Und hier nach Heilignebel kann man auch nochmal. Also wir haben hier auf jeden Fall eins, zwei Stallmeister und diesen blauen. Und dieses ganze Land müsste auch nochmal neu sein. Hier nochmal vier Stallmeister und ein Adlerteil. Ja, ich meine, das hätte ich vorher auch noch nicht gesehen. Das sind also die neuen Gebiete. Hier waren wir ja definitiv schon mal. Ne? Das sind die Beorninger Lande. Und Erit Misrin. Hier waren wir ja auch schon. Funkenfeste und so. In die Beorninger Lande zu den Quellen des Langflut. Ja, genau. Das sind also die neuen Regionen. Die wollen wir uns dann natürlich auch nochmal angucken. Können wir nochmal sehen. Stand denn hier was? Ist jetzt die Erweiterung immer noch zu kaufen, theoretisch? Dann kann man ja mal gucken, was die beinhaltet. Konto, Inhalt, Erweiterung. Aha, jetzt steht da, ich könnte nichts mehr kaufen. Das ist gut, weil wie gesagt, beim letzten Mal, also nachdem ich das gekauft habe, da konnte ich es immer noch kaufen. Wunderbar, so muss es sein. Ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle mit der Folge für heute zu Ende sind. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen.
oder ein Abo für den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann, ciao, ciao.